Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Semtex Wookie und wir spielen Lego Jurassic World. Was soll ich sagen? Heute ist der, was ist denn das Datum? Ich weiß es nicht. Heute ist der 12. Das Game gibt es seit 2 Tagen. Und ich dachte mir, für mich sogar 3 Tage. Ich habe es einen Tag vorher gekriegt. Und ich dachte mir am ersten Tag gleich, wir machen gleich mal ein, zwei Folgen. Und laden das gleich mal hoch, dass die Leute gleich mal sehen, um was es geht. Und jetzt hier in dieser Folge möchte ich eigentlich nur meinen Frust kundtun. Jeder YouTuber wird mich verstehen. Für YouTube ist es das stressigste Spiel bis jetzt. Also es ist unglaublich, man kann es nicht in Worte fassen. Sie mäkeln wirklich an allen rum. Also du musst... wenn wir das letzte Batman nehmen von Lego, da durfte man Videosequenzen drin lassen, wo spielbezogen sind, sprich kleine Filmszenen, um Sachen zu überbrücken. Wenn du gezockt hast, dann hast du gewusst, durch die Filmsequenzen hast du gewusst, was Sache ist. Hier bei Jurassic World geht es natürlich um die Filme von Steven Spielberg, sprich das ganze Jurassic World Gedönse. Und ja, Gedönse kann man jetzt nicht sagen, das Game ist gut, also ich finde es nicht schlecht, aber YouTube macht halt hier, oder sprich GEMA, darf man Spacken sagen, die Spacken darum, also das ist unglaublich, man darf hier wirklich gar nichts, zum Beispiel, es fängt an bei Videosequenzen, das ist ja klar, dass man filmbezogene Videosequenzen, dass man die nicht drin lassen darf, das weiß jeder YouTuber, jeder, und aber wenn man die anderen Lego-Teile da vergleicht, dann durfte man es drin lassen. So, das muss raus. Dann habe ich Musik. Wenn es filmbezogen ist, ist auch klar, muss auch raus. So, das Game gibt es seit 2 Tagen. Seit dem 10. gibt es das. Ich habe es einen Tag vorher gehabt und habe schon ein paar Videos hochgeladen. Und seit dem Tag, also seit dem 9., vergeht eigentlich kein Tag, wo sie nicht dran rummäkeln und nicht dran rumnörgeln. Drittanbieter und Filme, dabei ist alles draußen. Die machen mir jedes Video runter oder nicht runter, nicht monetarisiert. Also das ist ganz schlimm. Würde mich interessieren, wenn einer von euch das anschaut und auch Lego zockt und vielleicht doch noch zufällig einen YouTube-Kanal hat. Ob das euch genauso geht wie mir oder machen die das nur mit mir? Ich habe keine Ahnung. Also das ist stressig hoch 5. Ja, das dazu. Mal schauen, ob diese Folge nachher durchgeht. Das ist jedenfalls, wir befinden uns auf der Isla Nubla. Das ist Jurassic Park. Das bezieht sich alles auf den ersten Teil von Jurassic World. Und das ist die Gallimimus-Jagd hier, wo sie auf die großen Wiese nachher rumrennen und der eine Fuzzi hier sagt, ah, schaut, sie rennen wie Schwärme von Vögeln oder irgend sowas. Aus dem Film kennt man es eigentlich. Und nicht wundern, wenn die ganzen Sequenzen draußen sind. Die Schlusssequenzen vom Game, und die hört, diese Mission hört mit einem Videosequenz auf. Und deswegen fehlt es, weil YouTube mich jeden Tag ermahnt, Drittanbieter, Drittanbieter, Drittanbieter. Deswegen nicht wundern, nicht böse sein, wenn da alles fehlt. Ich wünsche euch trotzdem weiterhin viel Spaß. Ich werde schauen, wie es meine YouTube-Kollegen machen mit Lego, die was spielen, ob die genau solche Probleme haben, und dann schauen, dass wir das besser kriegen. Also, das war's von mir. Nichtsdestotrotz machen wir weiter mit Lego. Ich wünsche euch viel Spaß und immer fleißig zocken, Videos schauen und Gamescore machen. Haut rein, euer Wookie. So, da bin ich nochmal kurz. Nicht wundern, da man keine Ton reinmachen darf und nichts reinmachen darf und am besten noch gar nichts machen darf, habe ich ein klein wenig Musik gefunden, wo gamerfrei ist, wo man verwenden kann. Nicht wundern, wenn es nicht dazu passt. Ja, besser als gar nichts. Also dann weiterhin viel Spaß. Ciao, euer Wookie.